Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, falls du live jetzt das hier nicht siehst und später entdeckst, anschaust, zu welcher Uhrzeit auch immer. Bei mir ist es gerade Abend, oh, ich sehe, die ersten Zuschauer sind schon da. Schreib doch mal gerne rein, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Habe ich meine Lautstärke hier auch hochgeschaltet? So, müsste jetzt passen. Ich würde gern was mit dir teilen, was ich heute hier gelernt habe von unseren Wohlfühlmanagerinnen im Hinblick aufs Leben, im Hinblick auf Sein, im Hinblick auf Bewusstsein. Würde ich gern mit dir teilen, um dich zu inspirieren. Wie viel mehr wir die Botschaften des Universums erkennen und ja, uns dem hingeben können. Und zwar, wir fliegen ja für ein paar Tage jetzt oder verlassen für ein paar Tage Zypern und hatten vor 3 Wochen schon, glaube ich, unseren Damen, die montags immer kommen und hier die Wohnung wieder auf ein anderes Level bringen, also unsere Wohlfühlmanagerinnen, gesagt, dann und dann sind wir da und dann sind wir weg. Einfach so nach auf deutscher Art und Weise, wie das ja so Prägungen sind, die da in uns sind, zu sagen, zum Planen. Ja? Und haben da im Grunde genommen zu so viel Verwirrung gestiftet, dass wir letzte Woche schon auf sie gewartet hatten. Und dann sind sie nicht gekommen, dann hatten wir angerufen, da waren sie der Meinung, ja, wir sind schon weg. Sie sind dann am nächsten Tag gekommen, also Ersatztermin und heute Morgen ging es dann auch wieder. Wann sind wir jetzt da, wann sind wir nicht da? Und, und. Also wir haben damit eigentlich mehr Verwirrung gestiftet, weil da habe ich so, ich habe mich so gefragt, warum ist das so? Das ist so eine deutsche Mentalität, so ein bisschen. Interessante Ansicht, aber so eine Ader, die ich auch bei mir festgestellt habe, immer alles so strukturiert planen zu müssen, zu können, zu sollen. Da springt ja ein anderes Beispiel. Es geht einfach so mal um diese Mentalität, einfach präsent zu sein im Hier und im Jetzt. Hier gibt es auch im Griechischen so einen Ausdruck für Sigar, Sigar. Einfach mal langsam, einfach mal machen. Danke für die Herzen. Einfach mal da sein, einfach im Moment. Jetzt ist heute, haben wir das. Was morgen ist, ist noch nicht da. Und was nächste Woche ist, ist eh noch nicht da. Jetzt sind wir einfach mal im Hier und im Jetzt, ja? Ich bringe dir noch ein weiteres Beispiel, damit du ein bisschen greifen kannst, was ich damit meine. Als wir vor inzwischen, ja, schon 3 Jahren hierher gekommen sind, und es gab damals nur, also wir hatten uns hier zwar schon einiges angeguckt, es war klar, wir kommen hierher. Es gab da nur so ein Zeitfenster von 1 Woche, um Mietvertrag zu unterschreiben, um bei den Stadtwerken anzumelden, beim Wasserwerk anzumelden. Das hier ist hier auf Zypern nicht unter einem Haus, wie man das in Deutschland kennt. Da läuft ja alles über die Stadtwerke, aber hier sind das so 2 verschiedene Institutionen noch. Um die Immigration zu machen. Und so deutsche Mentalität, kennst du ja bestimmt, muss ja dann vorher geplant werden. Das ist dann, das ist dann, das ist dann. Und ich hatte da so, keine Ahnung, als der Flug und dieser Aufenthalt von 1 Woche dann mal gerade klar war, auch versucht dann hier die Termine zu machen mit dem Steuerberater, mit dem Makler. Keiner hat mir geantwortet. Keiner hat irgendwie reagiert. Da kam dann auch schon mal so ein bisschen die deutsche Mentalität raus, tendenziell. Fange ich jetzt an, mich darüber zu ärgern? Es müsste doch jetzt endlich mal jemand von denen sich melden, damit wir die Planung machen können. Dann und dann ist das und das. Also wirklich so rein, meine deutsche Ader ging da mit mir durch. Hallo Regina, schön, dich auch mal wieder zu sehen. So.
Und dann dachte ich, naja, macht jetzt keinen Sinn, anfangen dich zu ärgern. Jetzt fliegen wir einfach mal nach Zypern und dann schauen wir mal. Wir sind sonntags hierher gekommen, montags morgens, ich glaube so gegen 7 Uhr, hatte ich dem Makler dann mal wieder über WhatsApp geschrieben, unserem Steuerberater auch. Wir sind jetzt da. Wäre ganz gut, wenn wir jetzt mal planen könnten. An dem gleichen Vormittag, die haben beide sofort reagiert, an dem gleichen Vormittag, so eine Stunde, ne, 2 Stunden später gegen 9 Uhr, saßen wir im Auto beim Makler, wir sind in sein Büro gefahren, wir haben den Mietvertrag unterschrieben, wir haben die Schlüssel bekommen, dann sind wir gemeinsam zu den Stadtwerken mit ihm gefahren, dann zum Wasserwerk, haben da alles geregelt, dann zum Steuerberater, Papiere unterschrieben, Termin abgemacht für die Immigration. An einem Vormittag war alles gelaufen. Für deutsche Verhältnisse und deutsche Denkweise unvorstellbar, muss alles immer im Vorfeld geplant werden, so und so und so. Und das meine ich damit jetzt so auch mit unseren Wohlfühlmanagerinnen heute Morgen, wo wir so in der deutschen Denke waren vor ein paar Wochen, dass wir denen jetzt schon sagen, wann wir hier sind und wann wir weg sind, wann wir auf Reisen sind, um einfach alles zu planen, damit die wissen, wie, wann, wo. Die Botschaft vom Universum dahinter für mich, und deshalb teile ich das mal gern mit dir, wie viel mehr kannst du dich mal auf den Moment einlassen, mal präsent im Hier und im Jetzt sein und diese Botschaften vom Universum erkennen, wie das Universum auch ständig mit dir spricht, wie viel mehr kannst du die Magie des Augenblicks da mal erkennen, dass es eigentlich darum gehen würde, was wäre, wenn das deine größte Aufgabe wäre, zu sein, präsent zu sein im Hier und im Jetzt und dich diesen Botschaften, wie das Universum mit dir agiert, zu empfangen, dich dem hinzugeben, dich dem zu öffnen, ist im Übrigen eines der Naturgesetze, von dem du vielleicht bis eben noch nichts gehört hast. Vielleicht, klar, Gesetz der Anziehung, Gesetz der Resonanz, Gesetz der Schwerkraft, Gesetz von Saat und Ernte. Kennen wir alles. Müssen wir im Grunde genommen auch gar nicht viel mitmachen, außer es zu verstehen und es anzuwenden. Weil Gesetz der Schwerkraft ist einfach, braucht man nichts dazu zu lernen. Braucht man nicht zu trainieren. Aber das Gesetz des Sich-Öffnens, so bewusst zu sein im Augenblick, diese Botschaften, wie das Universum immer mit uns kommuniziert, auf unterschiedlichste Art und Weise, da beginnt die Manifestation, um es jetzt in Neudeutsch auszudrücken, von dem Leben dahingehend, wo du wirklich hin möchtest. Mit der Freude, mit dem Spaß, mit der Leichtigkeit, mit der Geldenergie, mit der Klarheit zu deinem Seelenplan, mit der Klarheit zu deinem Weg, mit allem. Und das wollte ich einfach mal zu deiner Inspiration ein bisschen mit dir teilen. Wie sehr kannst du da die Botschaften des Universums wirklich für dich erkennen und auch ihnen folgen? Weil die Dinge, die du im Außen siehst, die dich manchmal vielleicht triggern, die dich ärgern, wo du dich getriggert fühlst oder auch manchmal Dinge siehst, wo es in dir bewertend und beurteilend denkt, naja, die hat gut reden oder der hat gut reden oder ich kann das nicht, die kann das oder was auch immer. All das, was du im Außen siehst, ist auch in dir angelegt, sonst würdest du es nicht sehen, sonst würde es nicht in dir auf Resonanz stoßen. Wie viel mehr kannst du also auch erkennen, dass genau die Dinge, die dich manchmal triggern, die dich manchmal inspirieren, wo du manchmal dazu geärgert bist, geneigt bist, dass dich etwas wütend macht, dass so ein Ärgerprogramm losgeht, ein Triggerprogramm, was auch immer. Vielleicht fühlst du dich von mir manchmal getriggert, vielleicht fühlst du dich bei mir manchmal einfach nur gut aufgehoben und das nächste Mal denkst du wieder, die hat gut reden oder was auch immer. Das sind alles immer Zeichen vom Universum, Botschaften auch für dich. Hey, guck mal, da ist viel, viel mehr für dich möglich, als dass du es bis eben lebst.
Wie viel mehr kannst du dich dem öffnen und diese Botschaften ab jetzt erkennen und ihnen folgen? Es zulassen, annehmen. Und da gehört auch dazu, wenn du es dir einfach machen möchtest, natürlich auch mal Hilfe anzunehmen. Es dir zu erlauben, zu empfangen, Hilfe anzunehmen. Da sind auch ganz viele Muster oftmals in uns verborgen. Das kenne ich auch nur gut zu mir. Ich muss das jetzt alleine hinkriegen. Ich schaffe das auch alleine. Wie viel einfacher machen wir es uns, wenn wir uns erlauben, Hilfe anzunehmen, uns den Weg zeigen zu lassen, uns an die Hand nehmen zu lassen, uns neue Möglichkeiten so eröffnen zu lassen, weil einfach jemand an der Seite ist, der als Außenstehender keine Verstrickungen hat, sondern also Verstrickungen mit dir jetzt, weil das sind so die Dinge, die wir, wenn wir vom Umfeld, sei es aus von der Familie oder von guten Freunden, Freundinnen, Impulse und Aspekte bekommen, das sind ja auch immer Verstrickungen da, mal abgesehen, dass die ja meist auch eh nicht da sind, wo man selbst gerne hin möchte. Und wie viel leichter kann es denn für dich sein, wenn du dir erlaubst, da wirklich nicht nur die Botschaften des Universums zu erkennen, präsent zu sein im Hier und im Jetzt, sondern dir eben auch zu erlauben, Hilfe anzunehmen, dich begleiten zu lassen. Wie viel schneller könntest du da deinen Seelenplan in der Tasche haben, wissen, wie du daraus deinen Seelenberuf auch erkennst und damit dir dein Leben ganz nach deinem Herzen gestaltest? Und was wäre, wenn alles immer erst der Anfang wäre und dass im Grunde genommen da draußen alles existiert, schon so, wie du es gerne in deinem Leben hättest und du dein Sein noch viel mehr auf Empfang stellen darfst, als noch bis eben, weil nach oben sind nie Grenzen gesetzt. In diesem Sinne, das wollte ich einfach mal noch rasch mit dir teilen und du weißt, wie du mich findest. In den Futures gibt es den Link irmgard-bronda.de/begleitung. Klick drauf und schau, was dich anspricht, schau, was dein erster Impuls ist. Und wenn du unsicher bist, buch da einfach ein Beratungsgespräch. Und dann schauen wir gemeinsam, wo du stehst, wo du hin möchtest und schauen, was wir für dich tun können. Hab noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wenn du die Aufzeichnung anschaust, wie auch immer. Ciao, ciao.